Wenn draußen Schiedwetter ist, dann bleibt drin und schaut Gaming. Tag Leute, willkommen zu Gaming. Mein Name ist Jan Socek und wir spielen heute Super Wolfenstein 3D Physics. Ein Indie-Spiel. Das heißt Super Wolfenstein HD. Und ist ein... Das ist ein Indie-Spiel. Im Stile von Wolfenstein hat, glaube ich, 5 Level. Und wie ihr seht, wir haben keine Decke. Und es ist fantastisch. Ich werde versuchen, dran zu denken, den Link zu diesem Spiel und in die Beschreibung zu packen. Und wie ihr seht, haben wir das Messer, nur das schmeißen wir. Das ist doch total witzig. Und alles hier hat eine total cranke Physik. Und die Gegner sehen auch total creepy aus. Und ich meine, dadurch, dass wir so eine extrem harte Physik-Engine haben, können die sich kaum richtig bewegen und man haut einfach nur diese Messer in sie rein. Also ich meine, wie super geil ist das denn? Die Umgebung geht auch kaputt. Was mir sehr gut gefällt. Und wie witzig das es einfach ist. So, jetzt habe ich nicht getroffen. Zack! In die Nüsse. Richtig gut. Du lebst ja wieder. Zack, noch ein Messer hinterher. Und es geht im Grunde wie bei Wolfenstein, beim normalen, einfach an den Ausgang zu kommen. Get psyched. Und man kann sich dieses Spiel kostenlos runterladen auf einer Webseite. Die werde ich verlinken. Guckt euch da auf jeden Fall mal um. Da gibt es natürlich wieder 90% nicht so geiler Sachen. Aber es gibt auch Perlen wie das hier. Und wer kann das schon zu Nein sagen? Es ist brutal ohne Ende. Jetzt haben wir auch eine Pistole zur Verfügung. Und man kann auch, wenn man will, also man findet auch eine Schaufel, mit der man die Gegner kaputt kloppen kann. Beziehungsweise man kann hier so ein bisschen Geheimräume finden. So, da spare ich mir mal die Munition. Und hier ist die Schaufel, besagte. Können wir jetzt zu wechseln, können jetzt hier die Bricks zerschlagen, um an Geheimmunition, sage ich mal, zu kommen, etc. Man sieht ja meistens, hier ist Level schon ein bisschen kaputt. Da kann man sich dann meistens durchboxen und findet danach auch ein bisschen Muni. Davon haben wir jetzt schon einiges. Ich weiß auch, dass hier irgendwo noch was war. Beziehungsweise hier kommt man halt einfach in den Raum. Zack, 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 zack. Und ich würde sagen, das ist doch mal zerstörbare Umgebung in Videospielen. Und es ist einfach so herrlich brutal, weil alles auf dieser komischen Physik-Engine basiert. Die teilweise sowas von keinen Sinn macht. Aber okay. Ein paar gezielte Schüsse. Oh, du lebst ja noch. Zack. Nee, das will ich doch. Hier ist doch bestimmt wieder was. Was so leicht kaputt ist. Ja, Munition. Wunderbar. Und man hat die typischen Gegner, die man von Wolfenstein kennt. Oh. Die Gegner-KI ist schon... Ich weiß nicht, wie die funktioniert, aber ich finde es total lustig. So, jetzt können wir die Sachen auch zerschlagen. Gucken mal, was dahinter ist. Da ist Munition. Munition können wir vor allem am Ende gut gebrauchen. Aber wenn man keine Munition hat, was macht man? Ist man nämlich schon ein bisschen gefickt. Okay, da sind zwei. Zack. Na, das will ich doch. Da hinten ist doch wieder was. Ja, Messer. So, zack, zack. Und wem das keinen Spaß macht, also spielt es selbst. Ich weiß nicht, wie das zum Zugucken ist, aber als ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich damit so viel Freude. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wie gesagt, kostet nichts. Hat einer gebastelt, hat wirklich sich Mühe gegeben, würde ich behaupten. Und es macht so viel Spaß, die Leute da umzuballern und wie die Helme auch wegfliegen. Richtig genial. Wow,
Wobei das Gute ist, wenn man diese Schaufel hat. Zack, zack, zack. Hat man immerhin mal eine Nahkampfwaffe. Man weiß halt auch als nicht, lebt der Hund noch? Ist der jetzt schon tot oder muss ich da noch ein bisschen Munition reinballern, weil die alle so wobbeln und schwobbeln? Ja, das sagt man so. Oh fuck, der hat mich jetzt gebissen. Irgendwie. Lebst du noch? Ich glaube, ihr seid alle tot. So, pumpen wir ordentlich was rein. Okay, da hinten ist noch eine Tür. Zack. Hilfe, Hilfe, nein, nein, nein! Und da ist hier nur da... Boah. Hier ist der Typ mit seinen MG-Armen, was einfach nur zwei Rohre sind. Es gibt auch so ein bisschen Making-of-Bilder. Da ist ja alles doch... Oh, und da ist er weggeglitscht. Wie das alles modelliert ist, weil man sieht, man hat hier doch nicht an Polygonen gegeizt. Boah, der schießt einfach durch. Bam, 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 bam. Der hält halt mega viel aus. Ich meine, wie gut ist das denn? Wow! Arrow to the knee and in the ass. Okay, geil. Wupp. Tja, und das war's auch schon von dem Spiel. Geht natürlich nicht sonderlich lange, macht aber dafür umso mehr Spaß und auf jeden Fall mal einen Blick verdient. Deswegen habe ich es auch hier für euch vorgestellt und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und ladet euch ein paar Freunde ein, trinkt Limonade, esst ein paar Chips und habt Spaß mit diesem Spiel. Es ist genial. Daumen nach oben. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert mich fleißig. Sagt es auch euren Müttern und Vätern. Das war komisch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich verabschiede mich. Bis auf dann.